Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. Das wird wahrscheinlich der finale Party sein. Wir wissen es noch nicht ganz. Auf jeden Fall, Mädel, gönn dir einen Kaffee. Gönn dir bitte einen Kaffee, ey. Oh Gott. Die ist pausenlos übermüdet, ey. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, wir haben auch kaum Muni. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen werden? Wir rufen den Munitionshändler, weil ich möchte hier nicht unvorbereitet in dieses Projekt starten, in dieses Abschlussprojekt. Und ja, komm, den Luxus, den gönnen wir uns jetzt mal, weil wir haben ja Einfluss ohne Ende. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Und ich könnte wetten, wir müssen den einen oder anderen ausradieren. Und dich schicken wir mal weg. Alright, see ya. Wir nehmen uns einfach jemanden, der wirklich kämpfen kann. Nehmen wir uns dann halt mit. Und der Händler ist auch da, perfekt. Kommst du wie gerufen? Alright. Um einfach wieder Munition herstellen zu können, machen wir das jetzt mal. Wo ist sie? Hier. What have you got for us? Sure, sounds good. Ich hoffe, dass das nicht ausufert hier. Oh, da kommt ein Juggernaut. Da kommt ein Juggernaut auf unsere Base zu. Let's see what's up for trade, eh? Sure, sounds good. Ach. Okay. So, und dann decken wir uns mit Munition ein, weil die werden wir brauchen. Die werden wir scheiße noch eins, die werden wir brauchen. So, das heißt, jetzt gibt's noch ein bisschen Micromanagement. Mhm. Und das braucht wirklich, das braucht 8 Munition. Also das ist richtig heftig. Aber gut. Und unterm Strich, was haben wir raus? Nicht viel. Ein bisschen über 100. Okay. So. Ich hoffe, das genügt. So. Wir haben Brandbomben, haben wir noch. Also Benzinbomben haben wir, Napalmgranaten haben wir, Thermitgranaten haben wir, 2 Seuchenheilmittel haben wir, diverse Schmerzmittel haben wir auch noch da zur Verfügung. Ach ja, und du solltest auf jeden Fall noch einen Kaffee trinken, weil das zieht, es zieht einfach nur. Legen wir das mal hier ab. Dann trinken wir Kaffee. Das gut schlechthin, ey. Gut. Die Schmerzmittel nehmen wir mit. Dann suchen wir uns jetzt noch einen starken Kämpfer. Der unter anderem vielleicht sogar draufgehen kann. Ja. Ah, mal gucken. Wo haben wir welche? Du bist auch ein Rote Klaue-Mitglied, ne? Ja. Weißt du was? Komm mit. So nice to see you. Komm mit. Can you follow me for a sec? Of course I'll go with you. Wir müssen jetzt hier ein paar Ärsche aufreißen gehen. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Weil wir haben jetzt, es ist Nacht und es wird knackig, Leute. Es wird richtig knackig. Richtig knackig. Und, ja. Wir dürfen jetzt nämlich hier so einiges abfahren. Fahren wir das
stückweise ab. Hier so die Straße hoch bis dahin. Oh, lustig. Gut, das wird unser erster Anlaufpunkt sein. Jetzt geht es jetzt hier wirklich um mehr oder weniger Thema Teile und Herrsche, so ein Stück weit. Ja, wir müssen uns behaupten, wir müssen uns durchsetzen hier. Und da wird Blut fließen. Fahren wir überhaupt richtig? Ja. Ich bin echt gespannt, was jetzt hierbei rumkommt, ey. Werden wir das überleben? Das ist jetzt die Frage. Ja, wir könnten jetzt hier schon anfangen, aber ich habe gesagt, wir machen das wirklich der Reihe nach. Also, erste Station ist Stadt. Ist die Stadt. Da liegt ein Bloater. An denen sind wir vorhin schon vorbeigefahren. Einen Blick auf die Map werfen. Scheiße, wir sind... Ach, scheiße, nur eins. Wir sind doch da ein bisschen dran vorbeigefahren, ich Idiot. Das war die erste Anlaufstelle. Wow, Alter. Wir sind da durchgekommen, ohne dagegen zu rammeln. Und nicht schlecht. So, wir positionieren uns mal hier. Oh, da ist auch Traffic, sehe ich gerade. Mal sicherheitshalber ein paar Brandbomben mitnehmen. Nee, Mädel. Ich muss erstmal eine Welche abklopfen. Du hast eine verdammt laute Knarre, wenn man so sagen darf. Ja, der NPC, der ballert jetzt nicht verrückt. Sind schon tot, so wie es aussieht. Die wurden wahrscheinlich überrannt. Ach, scheiße. Ruh dich aus, Mädel. Du brauchst deine Kräfte. Gut. Hier scheint alles... Waste of time here. Is there anybody here? Ja. Die Zombies haben... Tja. Definitiv. Hier war nur eine. War hier nur. Und die haben wir eben vorhin mit dem Gladius erschlagen. Du hast ja noch nicht mal nützliche Sachen. Nur ein Schuss drin, ey. Das ist nichts. Nichts. Okay. Weiter. Hier oben. Der nächste Punkt. Ich würde sagen, wir reparieren die Kiste nochmal. Sicher ist sicher. Okay. Nee, nicht, ich will nicht reparieren, ich will fahren. Genau.
Das werden wir jetzt wirklich Stück für Stück hier abfahren müssen. Und gut. Tor Nummer 1. Hat sich geklärt. Da haben die Zombies ganze Arbeit geleistet. Das jetzt hier, ich denke mal, jetzt werden wir auf Menschen treffen. Hier ist aber auch ziemlich viel Traffic, muss ich sagen. Ja, ja, das ist neutral. Die Enklave ist definitiv neutral. Was ist denn jetzt? Kommen jetzt hier noch ein paar Sets hoch oder nicht? Nein. Gut. Hier hinter sind auf jeden Fall noch ein paar. Okay. Hello? Anyone there? Looks like no one's home. We better find out why. Ich durchsuche das jetzt hier mal. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie Hinweise. Hey, isn't this just what we want? Okay, da haben wir einen Hinweis. Es ist jetzt natürlich das Ding. Ich leg das mal ab, das Toolkit. Das hätten wir auch. Mhm. Hier sind wir soweit auch fertig. Immer noch keine Menschen. Ha. Leute, ich glaube, wir haben das Problem gefunden. Wir können jetzt hier nochmal hochfahren. Das werden wir jetzt auch tun. Das wird das finale Projekt sein. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Denke ich mal. Dass wir die jetzt platt machen müssen. Das ist jetzt so eine vage Vermutung, die ich habe. Eine ganz, ganz vage Vermutung. Ich bin gespannt, wie das alles kommt, aber Fakt ist, also, wir müssen die platt machen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Kommen wir da irgendwie schlängelmäßig durch. Ja. Sieht gut aus. Ja, ja, da sind auf jeden Fall Leute dabei. Das ist schon mal gut. Es ist halt nur die Frage, sind die uns, wie die uns gegenüberkommen. Die dürfen gespannt sein, die ersten Menschen anzutreffen. Du Scheiße. Es ist einer nur. Du siehst aus, als würdest du etwas auf dem Herzen haben. Entweder schwört ihr mir die Treue oder ihr verschwindet aus diesem Territorium. Und zwar sofort. Also, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen eigentlich im Grunde genommen. Der Typ, der wird gleich feindselig werden. Das heißt, wir müssen ballern. Es ist leicht. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Wir sind hier, um eure Leiche zu plündern. Ja, komm, so krass. Oh, really? Wrong decision, Jackass. Yo. Ja, der ist tot. Gut, der ist tot. Da haben wir gleich präventiv, haben wir da gleich auf den
losgeschossen. Also von daher. So, komm Mädel. Es gibt Arbeit. Jetzt ist ja eigentlich nur noch diese Geschichte hier zu erledigen. Und ich könnte wetten, da wird nicht nur einer dabei sein. So wie hier jetzt. Da werden, ich tippe mal drei. Mindestens drei Leutchen werden da drin hocken. Und die werden alles andere als nett zu uns sein. Juggernaut. Das wird jetzt richtig brandgefährlich werden. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Puh. We have a favor to ask of you guys. Got him. Ja. Natürlich hier an der Engstelle ist alles voll. Alles voller Sets. Ja, die sind hier, okay. Da in der Halle. Da sind die drin. Let's talk this out rationally, okay? Start walking. Now. I'm not looking for any trouble. Well, that's just a stupid answer. Wrong decision, jackass. Ja. Die wurden getriggert. Das kann jetzt so richtig böse werden. Ich will diesen Zombie da weghaben. Puh. Das haben wir erledigt, Leute. Oh, nice. Nice, nice. Das haben wir erledigt. Thank you.
einmal Luft holen, ey. Heftig. Ihr habt ja selber gesehen, wenn wir jetzt einen normalen Char gehabt hätten, das wäre nicht lange gut gegangen. Definitiv nicht. Ja. Wir können von Glück reden, dass sie so eine große Lebensanzeige hat. Ja. Weil wir wurden getroffen und ihr habt selber gesehen, in der Todeszone, wenn die dich da treffen, das geht ratzfatz eigentlich im Grunde genommen. Also du... Du gehst verdammt schnell down. Aber wir haben es hinter uns gebracht. Vielleicht ist das jetzt das Abschlussprojekt gewesen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay. Steig aus. Home, sweet whatever. Wir können tatsächlich die Korken knallen lassen. Ja, nachdem uns das geglückt ist. Begründe dein Vermächtnis, ja. Yes. Danke. Danke, danke, danke. Take care now. Nice day, huh? Gut, der Händler ist jetzt noch da. Was ist mit ihr? Ach ja, das ist ja der Händler. Mhm. Take care of yourself. Gut, okay. Ja, wenn nicht, können wir ja noch einen Abstecher zum Dings machen, zum Kopfgeldjäger. Können uns da noch das ein oder andere Kopfgeld jetzt hier noch abholen. Kann sie sich auch noch ein bisschen ausruhen. Hä? Hier. Da ist auch kein Benzin drin. Schlechte Startvoraussetzung. Mal wieder. Okay, eins reicht. Eins reicht. Den Z-Vernichter auf jeden. Dann reparieren wir die Kiste nochmal fix. So, dann fahren wir zum Bounty-Händler. Holen uns den Crazy Shit ab. Und dann sehen wir weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird. Kriegsherr, zerschlage die Koalition. Okay. Es geht munter weiter. Immer Stück für Stück, aber jetzt sind wir unterwegs. Und ja, dieses Kopfgeld. Ach, natürlich. Natürlich. Na komm. Well, don't just stand there. Come on in. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht mehr... nicht mehr großartig rumeiern. Ich will das wirklich abschließen. Hier ist der Bounty-Händler. Jo. Einer ziemlich hässlichen lila Hose. Ach, dieser Frontfinisher. Da wird am Anfang nur die Cherie, die Kühe, das noch können. Aber gut. Alles klar. Armbar. Nice, eine Bikerweste. Gut, ich habe jetzt... Hier sind auch neue dazu gekommen, aber das machen wir jetzt nicht.
Die haben wir jetzt abgestaubt. Boah, hier sind überall feindliche Enklaven, Leute. Was ist hier los? Heftig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die schießen ja wie Dings. Sagen wir mal schnell, wie Infektionsherde schießen die hier aus dem Boden. Heftig, heftig, sag ich nur. Also irgendwer scheint uns nicht zu mögen. Definitiv nicht. Dachte eben. Ach, scheiße, noch eins. Dachte, das wäre ein Bloater. Wären wir jetzt sowas von gefickt gewesen, wenn wir jetzt da reingefahren wären. Naja, wir kriegen jetzt gleich Besuch noch vom Dicken. Oder? Kommt der auf uns zugelaufen? Mehr oder weniger. Okay. Wenn das jetzt ein bisschen länger gehen sollte, okay, sei mal jetzt dahingestellt. Machen wir einfach. Sprich mit Felix, um herauszufinden, was er über die Koalition herausgefunden hat. Machen wir. Wo ist er? Da. Wenn du diese Mission abschließt, hast du nie wieder Zugriff auf die Seemeinschaft. Es geht los. Allerdings verleiht dir der Abschluss eines Vermächtnisses einen permanenten Bonus. Hm? Ja, natürlich. Klar. So, gut, Felix. Ich hatte Krach mit ein paar Koalitionsmitgliedern. Sie haben mich zurückgeschickt, um eine Nachricht zu überbringen. Wir stehen für Freiheit. Verlasst die Stadt oder ihr werdet hier begraben. Okay. Sagt mir, wo sie sind. Und ich bringe das ein für alle Mal zu Ende. This won't be easy, so you'd better gear up before you head out. Puh. Okay. Er folgt uns jetzt nicht, oder? Nee, er folgt uns nicht. Fakt ist aber eins, wir brauchen definitiv einen starken Kämpfer. Weil ohne... No way. No way. Jetzt muss ich mal gucken. Wir denn noch irgendjemanden haben hier von der roten Klaue, den wir mitnehmen könnten. Eben als Absicherung, als Schutz. Okay, hier ist niemand. Da auf der Minimap wird mir aber wer angezeigt. Ich sehe hier allerdings... Ne, ich sehe hier keinen. Hm, komisch. Er pennt. Ich will ihn nicht benutzen. Ich will den nicht benutzen. Ohne Scheiß. Die sind Gold wert. Das ist der Munitionshändler. Hier. Nee, du bist nicht von der Roten Klaue. Du siehst so aus, als wärst du von der Roten Klaue. Bist du aber nicht. Guckt euch die Skorpion an, ey. Geiles Teil. Ach, du bist so schwach. Ach Gott, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hinten vielleicht, hinten rum. Vielleicht werden wir jetzt hier fündig. Und wir werden fündig. Something must be wrong, because I actually like it here. Ja, come komm. Here. I need you on this. Das hört sich so an, als wenn wir auch schon wieder Besuch kriegen von da hinten. Ein gutes hat es natürlich. Es wird jetzt wieder hell. Es wird wieder hell. Haben wir gleich einen besseren Überblick über die Gesamtsituation hier. Scheiße, nein. Und wir haben keine brauchbare Munition hier. Wir können noch einmal Munition herstellen. Ein einziges Mal. Das würde noch gehen. Oder können wir noch irgendwie was an Waffen? Aber ich glaube, ich habe die alle entladen, oder? Hier ist auf jeden Fall noch. Die können wir entladen. We need some more storage real quick, or we're gonna start losing what we've got. Sonst haben wir hier rein gar nichts. Das heißt, einmal sicherheitshalber, ich meine, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. Wenn wir das jetzt sicher abschließen,
Wir haben keine Munition mehr. Steck dir mal noch. Komm, wir nehmen mal noch Mollys mit rüber nachher später. Na, Stimulanzien werden wir uns mal mitnehmen. Und hier haben wir noch die Seuchenheilmittel, die nehmen wir uns auf jeden Fall mit rüber. Die sind Gold wert. Und ich denke, ich werde mal noch Erste-Hilfe-Pakete herstellen. Das ist ein Seuchenheilmittel, das können wir herstellen. Ne, das will ich jetzt nicht, die können wir nicht. Wissen über Medizin haben wir nicht. Scheiße, was? Wir haben keinen Mediziner. Okay. Schmerzmittel, denn eben halt. Stellen wir noch weitere Schmerzmittel her. Ja. Beruhigt euch, Mann. Wir haben hier so viel Scheiße gerade an der Hacken irgendwo. So, gut. Wo ist diese kleine Minikarre? Hier vorne. Puh, jetzt heißt es wirklich nochmal Zähne zusammenbeißen. Ach, Scheiße. Ich und kein Benzin hier schon wieder. Es ist lustig. Jedes Mal aufs Neue. Legen wir das ab. Benzin mitnehmen. Tanken wir die Kiste noch ein letztes Mal auf. Einmal ein Stück vorfahren. Na komm. Na. Wirst du wohl. So. Da hinten wieder. Okay. Das wird jetzt, ich denke, das ist jetzt wirklich der Abschluss. Wir müssen nochmal alles geben. Vor allem müssen wir darauf hoffen, dass das alles gut ausgeht. Also gut für uns, schlecht für die natürlich, ist klar. Die sind feindlich. Da gibt's nichts schön zu reden. Das sind gottverdammte Hurensöhne, wenn ich das mal so sagen darf. Oh Gott. Ja. Scheiße, nur eins. Ich kann meine Fahrkünste. Sind gleich da, Leute. Es wird spannend. Es wird spannend werden. Die sind tatsächlich wieder an derselben Stelle wie vorhin eben. Das heißt, wir müssen erstmal das Umfeld hier abklopfen. Wie gesagt, verdammte Scheiße, noch eins. Jetzt sind wir gleich mal Stimulanzien hinter. Wir werden kämpfen. Wir werden sowas von kämpfen müssen, glaube ich, gleich. Wir müssen erstmal dieses Umfeld hier abklopfen, weil das ist mir alles nichts. Oh ja, schieß ruhig, ist klar. Weil die Sets reagieren irgendwie nicht darauf. Das ist auch schon mal gut. Ich nehme mir sicherheitshalber mal die Mollys. Okay, hier ist nichts. Pirschen wir uns da ganz sachte ran an die Geschichte. Naja. Is that a screamer? Das auch noch.
steht da richtig günstig, der Screamer. Den können wir absolut nicht hier brauchen. Für dieses Unterfangen jetzt hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir am cleversten da rankommen an die. Voll in die Fresse gerotzt. Er ist down. It doesn't need to get violent. Hands where I can see them. Ja, besser ist auch. Enemy spotted. Time to get rid of him, I think. Tja, bitte, tu mir nicht weh. Das Hauptquartier der Koalition befindet sich bei der ländlichen Ferienwohnung. Wenn es das ist, was ihr wissen wollt. Gut, du kannst gehen, aber du hast all deine schlechten Entscheidungen aufgebraucht. Nee, sorry. Mm-mm. Mann, die wollen uns töten. Die wollten uns umbringen. Und... Ach, nee. Sorry, it had to be this way. So. Tut mir leid. Fucking way. Tja. Pech für dich. Tschüss. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und er hat auch nur Crap dabei. Wir haben kaum Muni. Wir haben wirklich kaum Muni. Direkt neben unserem Außenposten. Das ist schlecht. So, wo müssen wir jetzt hinreisen? Da. Die Waffe, die würde ich gerne behalten. Ich habe eine andere Idee. Wir haben von den 5,56 mm Patronen, davon haben wir noch reichlich. Wir schnappen uns jetzt, wir fahren zu einem Außenposten ran. Jetzt nicht unbedingt diesen Außenposten, der jetzt hier von der feindlichen Enklave besetzt ist. Ja. Sondern wir haben hier noch andere. Oh, hier zum Beispiel. Hier hätten wir einen. Naja, das ist ein Arschloch. Ah, ne Scheiße, ne, hier kommen wir nicht runter. Boah, zig gepanzerte Sets hier. Ja, wir bringen's zu Ende. Naja. Hab ja schon gesagt, wenn diese Folge jetzt hier ein bisschen länger gehen sollte, dann ist es halt so. Ich konnte das eben jetzt selber nicht abschätzen, wie lange das jetzt hier in etwa dauern wird. Aber wir werden das Ding schon schaukeln. Davon geht jetzt mal ganz stark aus. So, tanken müssen wir definitiv nicht nochmal. Okay,
jetzt hier hoch. Dann fahren wir jetzt hier einfach mal querfeld ein. Naja. Zu dieser Farm. So, dann werde ich jetzt noch einmal wechseln. Also sprich, die Waffe wechseln. Ich lege die mal hier ab. Moment. Wir machen das mal ein bisschen anders hier. Die Waffe. Die packe ich hier. Die nehmen wir mal auf. Dann geht die uns nicht verloren. Ach nee. Nehmen uns eine Knarre, die 5,56 verschießt. Auch hier zum Beispiel. Oh, geil. Hm? Die rüsten wir uns mal aus und dann mit der entsprechenden Munition dazu. There's no room for that. Scheiße, können wir nicht. Moment. Können wir aber gleich. Da können wir sogar was hier lassen. Ach komm, die Duftblocker, ey. Scheiß auf die ollen Duftblocker. Oder, nee, hier. Die Seuchenproben. Dann machen wir das so. Okay. Rüsten hier auch nochmal nach. Ja. Okay. Die Skorpion. Knallen wir auch mal sicherheitshalber noch mal voll. Ich glaube, dann muss ich jetzt was ablegen, weil wir brauchen 9mm Patronen. Legen wir das mal hier kurz ab. Dann 9mm. Ach Quatsch. So, beladen. Beladen. Nachladen, meine ich. Beladen. Ach shit, Mann. Jetzt geht's zu Ende mit mir. So, nehmen uns diese Muni, die Muni auch nochmal mit. So. Junge, steig ein. Ja. Scheint irgendwie verbuggt zu sein, wie auch immer. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, kann man machen. Muss man allerdings nicht. Scheiße ist das jetzt, dass er jetzt, na also. Er hat sich's doch anders überlegt, also. Auf Peter. So, Base wollen wir nicht. Ist alles voller Tobsüchtige. Ja, Tobsüchtige am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, heißt es ja irgendwo, ne? Ein Stück weit. Aber das ist mir doch, das ist mir eindeutig zu much hier gerade. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Also es wird mir nichts Feindliches angezeigt. Es kann aber passieren, dass sie feindlich werden. Coalition leaders are in that building. This is our time. We will take them here and now. Move! You know what? Fuck you! Get it off, alright! Scheiße. Ja, natürlich. Wir werden uns mal ein bisschen Raum verschaffen, weil das ist Kacke hier gerade. Müssen da irgendwie rankommen an die. Oh, und hier ist auch echt Traffic. Nehmen wir auseinander her. Schmerzmittel haben wir dabei, ist schon mal gut. Die ballern doch nicht etwa auf uns, oder? Tatsache, die ballern wirklich auf uns. Ich glaube, das macht gar nichts. Ich glaube, wir müssen näher ran.
Hilft nichts. Komm, wir fahren da ran. Wir bringen die Schweine um. Egal wie, aber wir bringen die Schweine um. Tot sehen, Junge. Tot. Er verwandelt sich auch. Das war's, Leute. Das war's. Nice, Leute. Nice. Wir haben es geschafft. Geil. Geil. Wir haben das dritte große Projekt abgeschlossen. Ich bin... Oh. Geil. Schön. Gefällt mir. Ist das toll. Everyone to look around and think about what we've built. It wasn't easy. We've all been hurt along the way. But side by side, we've built something that can last. That wasn't luck. That was hard work. And we can do it again. Trumbull Valley is clear. Definitiv. Geil. One town at a time. We will take our world back from the dead. Nice. Immer wieder schön zu sehen, wenn man ein Projekt richtig nice abgeschlossen hat. Und ja, wie bereits erwähnt, oh, cool. Neues Vermächtnisbonus haben wir jetzt auch, den Kriegsherr, geil. Was können wir denn? Mobilmachung. Geliefert von Kriegsherr, aha. So, wir müssen uns jetzt, ja, die nehmen wir alle mit rüber. Da wird keiner irgendwie rausgeschmissen oder was weiß ich. Ja, fortsetzen. Sie kommen. Sonst müssen wir hier welche ausknipsen. Und das machen wir nicht. Obwohl, sie kann gehen. Doch, wir knipsen hier welche aus. Nee. Auch zu wertvoll, zu wertvoll. Hier, Recycling kann er. Komm, wir nehmen wir. Nehmen wir mit rüber. Nice. Nice. Einfach nur geil. Und wie bereits erwähnt, im nächsten Projekt dann, das ist ja dann quasi unser letztes großes Projekt. Ja. Fangen wir den Sheriff an. Machen den Sheriff natürlich auch zu Ende. Dann haben wir die vier Vermächtniskarten endgültig komplett. Und wie gesagt, im nächsten Teil wird es dann wieder nach alter Manier ablaufen. Wir starten in der Todeszone. Versuchen wirklich aus Scheiße Gold zu machen. Was ich allerdings machen werde, ist, wenn mir jemand helfen möchte, mich unterstützen möchte oder was weiß ich, oder mitspielen möchte, sagen wir mal so, nicht unterstützen in dem Sinne, dass man mir jetzt den Loot oder so gibt, sondern mich unterstützen möchte in Sachen Kämpfen und solchen Herzen clearen von mir aus, kann derjenige oder diejenige das natürlich gerne machen, nach wie vor. Und ja, wir werden sehen, wie wir uns jetzt hier durchboxen werden für die Zukunft. Das Sheriff-Projekt, das steht auf jeden Fall noch an und ich möchte wenigstens einmal noch Heartland spielen. Dann haben wir das Game endgültig abgeschlossen und ja,
Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr immer noch da seid. Dass ihr mir hier dabei zuguckt, wie ich mich hier so durchschlage. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, das Game zu spielen, euch dabei zu unterhalten, so gut wie es geht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, euer Wiesel.